bin mit 15 Jahren schon auf die grafische Lehrversuchsanstalt gegangen. Und meine Lehrer waren eigentlich sehr lieb. Die haben unterstützt, dass ich mich viel mehr für den Maler als für den Gebrauchsgrafiker geeignet habe. Und dort habe ich, würde ich sagen, eine ganz gediegene handwerkliche Ausbildung erfahren und habe mich dann durch Kenntnis der älteren und modernen Meister über den Expressionismus bis zur Abstraktion durchgerungen. Und habe dann, wie ich so 18 geworden bin, mehr oder weniger die Malerei nicht mehr so sehr weiterentwickelt und es hat mich viel mehr Musik und Literatur und vor allem Lyrik interessiert. Ich wollte ein episches Drama, das die Geschichte des Bewusstseins betreffen sollte, wollte ich entwickeln. Und es sollte eine Art religiöses Festspiel werden.